Jahresendspurt für Borussia Dortmund. 8 Spiele binnen 25 Tage bis Weihnachten. Dirk, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich habe allerdings nur noch 6. Ich gehe nämlich vor Augsburg dann schon in Urlaub. Aber das wird natürlich jetzt eine recht intensive Zeit auch für uns, glaube ich. Aber ich freue mich drauf, muss ich ehrlich sagen. Sehr spannende Spiele, wichtige Spiele auch für Borussia Dortmund. Und von daher spannende Zeit. Das erste Spiel gegen Mönchengladbach ist jetzt auf dem Papier so eins der einfacheren Sorte. Ist es auch wirklich so oder wird es schwieriger als gedacht? Wird man dann sehen. Also wenn man jetzt dieses Stuttgart-Spiel sich in Erinnerung ruft, wird wahrscheinlich kein Bundesligaspiel auch einfach werden. Und das ist es generell, glaube ich, auch nicht. Aber es ist natürlich von den Namen her und auch, glaube ich, von der Konstellation her das Spiel, das Borussia Dortmund auf jeden Fall auch gewinnen muss. Alleine um natürlich diesen schlechten Eindruck von vor der Länderspielpause sofort zu korrigieren und auch Selbstvertrauen zu tanken für das, was danach kommt. Weil dann geht es dreimal auswärts und dreimal richtig happig auch auswärts und da wird es dann richtig schwer. Nochmal kurz erklärt, Champions League Mailand, dann Leverkusen Bundesliga und Stuttgart DFB-Pokal. Also das sind ja schon wirklich drei Kracher, die dann auch wegweisend sind für die weitere Saison. Nochmal aufs Gladbach-Spiel geblickt, du hast Stuttgart schon angesprochen, das halt jetzt trotz dessen ist schon 11, 12 Tage her, ist dann doch noch nach. Ja, es gab ja seitdem nur 2 Länderspiele, die sind zwar auch nicht gut gelaufen, aber was Borussia Dortmund angeht, steht das jetzt erstmal so, dieses Spiel in Stuttgart. Und da gilt es eben anzusetzen, und das hat eben auch Trainer Edin Terzic gesagt, dass es natürlich keineswegs so ist, dass man jetzt zur Tagesordnung übergehen kann, sondern man muss das schon vernünftig aufarbeiten und man muss einfach auch sichtbar eine Reaktion zeigen. Denn das hat viele irritiert, verstört und auch frustriert logischerweise. Und ja, wenn Borussia Dortmund dranbleiben will, an den oberen Plätzen, so muss man es ja erstmal jetzt sagen, dann muss man dieses Heimspiel jetzt gewinnen. Heißt das auch, dass damit personelle Veränderungen verbunden sein können, müssen, sollen? Ja, das ist ja immer so eine Abwägungsgeschichte. Wem schenke ich Vertrauen? Wer hat genug Vertrauen bekommen und ist nicht gerechtfertigt? Wo muss ich dann vielleicht als Trainer auch mal ein Zeichen setzen? Da hat Edin Terzic natürlich wenig zugesagt. Er hat auf jeden Fall eine relativ große Gruppe zur Verfügung. Wenig Spieler, die verletzt sind. Es fällt eigentlich nur Felix Metscher aus. Und von daher kann er natürlich reagieren auf das, was da in Stuttgart war. Bin sehr gespannt. Ich glaube schon, dass wir auch 1, 2, 3 Veränderungen sehen werden. Vielleicht natürlich auch schon im Hinblick auf Mailand. Man muss das alles dann natürlich dann auch im Gesamtpaket sehen. Wie verteile ich Belastungen? Und es waren viele Spieler ja auch auf Länderspielreisen und waren auch dort im Einsatz. Da muss man natürlich dann genau hingucken. Und es wird, glaube ich, trotzdem schon 1, 2 signifikante Veränderungen vielleicht auch geben, alleine auch, um mal ein Zeichen zu setzen. Stichwort Metscher, den Terzic gerade auch bestätigt, fällt bis zum Jahresende aus. Gut, es sind jetzt nur 3,5 Wochen und diese Hüftgeschichte bedarf auch jetzt keiner Operation. Er braucht Ruhe. Das ist eine empfindliche Stelle an der Hüfte. Weiter genauer definiert wurde es jetzt nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es ein bitterer Ausfall und verringert die Optionen im defensiven Mittelfeld. Ja, wollte ich gerade sagen, im defensiven Mittelfeld ist es eben auch eine wertvolle Alternative, die du jetzt dann erstmal weniger hast. Es sind zwar nur 3 Wochen, aber eben auch 8 Spieler. Also das ist natürlich schon dann auch ein happiges Programm, wo du dann wahrscheinlich auch jede Kraft brauchen wirst. Und er erstmal nicht jetzt. Was mich so ein bisschen irritiert hat, dass er auch erstmal angereist ist zur Nationalmannschaft und dass sich dann im Nachhinein jetzt eben doch herausstellt, dass diese Verletzung nachhaltiger ist und eben länger nachwirkt. Ja, das ist ein bisschen schade für ihn natürlich, weil er insgesamt ja in der Vorbereitung schon sehr oft ausgefallen ist und auch in der Saison immer so das immer wieder mal raus und man hatte immer so das Gefühl, der kommt gar nicht in den Rhythmus, weil er halt immer wieder mal pausieren muss. Und ich glaube, der wird dann vielleicht wirklich froh sein, wenn 2023 vorbei ist. Andere Personalie, die in den vergangenen Tagen immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt hat, ist Karim Adeyemi. Selbst DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat sich zur Personalie geäußert. Ist ja auch eher selten der Fall. Gerade dann bei einem Spieler, auch der jetzt eigentlich nur in Anführungsstrichen für die U21 nominiert werden sollte, was dann aus eigenem Wunsch nicht geschehen ist. Wie bewertest du so die allgemeine Lage bei ihm? Das ist schon schwierig aktuell. Ja, er merkt ja jetzt auch, was das hervorgerufen hat, diese Entscheidung, die ich im Grundsatz vielleicht sogar aus seiner Sicht verstehen konnte, weil er war bei der letzten Länderspielphase, war er unterwegs. Da hat er dann diese Einladung U21 auch angenommen und wollte sich da empfehlen. Er spielt jetzt ein bisschen häufiger in Dortmund, allerdings leider auch nicht gut.
Stuttgart war natürlich dann auch ein negativer Höhepunkt aus seiner Sicht. Und ja, dann war es aus seiner Sicht vielleicht ratsam, einfach sich in Dortmund dem Trainer zu zeigen, anstatt wieder 10-12 Tage unterwegs zu sein. Aber das Zeichen, was er damit natürlich nach außen hingesetzt hat und auch in Richtung Verband gesetzt hat, war jetzt kein gutes. Und deshalb gab es dann auch die Kritik. Und bin gespannt, wie er jetzt insgesamt reagiert. Schwierige Hinrunde für ihn auch. Und er steht schon so ein bisschen jetzt am Scheideweg. Er muss, glaube ich, jetzt auch in Sachen Professionalität einfach mal zeigen, dass er weiß, was von einem Fußballprofi verlangt wird. Und für ihn auch jetzt entscheidende Wochen auf jeden Fall. Weitere personelle Änderungen, Sturm vielleicht, möglich? Sebastian Haller ist ja auch immer wieder ein Thema. Na, glaube ich eigentlich eher nicht. Glaube schon, dass Niklas Füllkrug spielen wird. Vielleicht erleben wir mal eine Überraschung und es gibt eine Doppelspitze oder sowas. Das haben wir längst auch selten gehabt bislang. Höchstens mal so in der Endphase eines Spiels. Ja, wie gesagt, es gibt gerade auch offensiv natürlich viele Alternativen, viele Varianten, die Edin Terzic jetzt auch wählen kann. Und der wird sich Gedanken machen, wie er das löst. Auch er selber steht natürlich jetzt unter Druck. Denn die beiden Bundesliga-Niederlagen jetzt haben den guten Eindruck von davor eigentlich so ein bisschen jetzt weggewischt. Und es ist schon wieder so ein bisschen Krisenmodus gerade in Dortmund. Und ja, auch angesichts der folgenden Spiele ist es deshalb natürlich besonders wichtig, dass du dein Heimspiel dann gewinnst. Und ich glaube schon, er muss auch ein Zeichen setzen. Bin gespannt, wie das am Samstag ablaufen wird, wie auch dann der Empfang vom Publikum sein wird. Die Mannschaft hat in der Regel ja eigentlich sehr viel Kredit, aber man hat natürlich nach Stuttgart auch sehr, sehr viele kritische Stimmen schon wieder gehört. Und das geht dann immer sehr schnell. Ist aber auch logisch, weil bei Borussia Dortmund die Erwartungen natürlich auch recht hoch sind und andere sind als vielleicht eine Bundesliga-Mannschaft aus dem Mittelfeld. Von daher ist noch ein bisschen Feuer gerade wieder unterm Dach. Andererseits, um es jetzt mal positiv zu drehen, könntest du natürlich auch mit einem Sieg gegen Gladbach, also zumindest in der Bundesliga, ein bisschen Ruhe. Dann in Mailand, wenn du gewinnst, bist du schon im Achtelfinale. Das wäre dann am fünften Spieltag doch durchaus eine Überraschung bei der Gruppe. Also man muss jetzt auch nicht zu schwarz malen, aber bei Borussia Dortmund ist, das wissen wir, alles möglich. Es ist alles in alle Richtungen möglich, auch eben das. Und das ist immer auch eine Chance. Und ich glaube, die haben sich vor schweren Spielen nie eigentlich versteckt und in der Regel auch in einigen zumindest ja auch gezeigt, dass sie dann auch gut performen konnten. Das war ja gegen Newcastle zum Beispiel zweimal der Fall. Und von daher, man muss Respekt haben, man muss gut vorbereitet sein, aber man muss jetzt nicht irgendwie demütig sein, sondern schon da auch versuchen, Zeichen selber zu setzen. Und wie du es gesagt hast, wenn du jetzt am Dienstagabend dann irgendwann um 11 Uhr qualifiziert bist für die K.O.-Runde, was möglich ist, was ich auch nicht für ausgeschlossen halte, dann sieht das schon wieder alles ganz gut aus. Man muss jetzt noch ein bisschen Samstag Selbstvertrauen tanken für diese schweren Spiele. Gut, dann haben wir, glaube ich, alles einmal besprochen. Verweisen an dieser Stelle noch auf unser neues Angebot, Cyber Week. Ist ja jetzt Black Friday, man wird ja Black Friday zugebombt mit E-Mails, mit Top-Angeboten. Unseres ist aber wirklich eins. 19,09 € für ein ganzes Jahr, glaube ich, ne, bei uns. Das heißt also, das sind dann wie viel im Monat? 1,50 €. Rechnen wir nochmal nach. Also billiger geht es eigentlich nicht, um unser Angebot mal zu testen für ein ganzes Jahr. Also das ist, glaube ich, auch zeitlich begrenzt, ne? bis zum Wochenende oder Anfang nächster Woche. Also da solltet ihr schnell sein. Alle Infos zum Gladbach-Spiel natürlich auch bei uns auf der Homepage www.ruhrnachrichten.de/bvb und auf unseren Social-Media-Kanälen. Ja, und dann natürlich auch in der ganzen heißen Phase jetzt mit den ganzen Spielen. Alle Infos rund um den BVB reinklicken, lohnt sich immer. Bis zum nächsten Mal. Uns ein schönes Spiel am Samstag. Ja. Tschüss.